So Leute, es war jetzt doch hier eine kurze Unterbrechung tatsächlich, wo ich mich verabschiedet habe. Das werde ich, habe ich ja eigentlich nicht hier vorgehabt, aber das habe ich jetzt trotzdem gemacht, weil ich dachte, es wäre eine normale Folge. Aber vergesst es einfach wieder. Wir machen jetzt hier den Schrein. Den guten Schrein. So. Dann werden wir auch gleich dann sehen, wie viele Abzeichen wir haben. Mirozuhi-Schrein. Alles klar. Ich denke, wenn wir halt auf dem Weg sowas finden wie Schrein oder sowas, sollten wir die halt einfach mitnehmen. Es ist immer nicht schlecht, irgendwie in die Richtung von den Sachen einfach einzupacken. Das schadet nie. So. Okay. Mäßigung. Ist es echt Mäßigung? Oder heißt es Mäßigung? Ah nein, wir müssen hier runter. Schnell. Okay, wir machen das schneller. So. Okay, hier ist erstmal eine Truhe. Truhen sind immer nicht schlecht. Oh, Eisenhammer. Nice. Oh Gott. War, glaube ich, nicht so intelligent. Komm mal her. Oder bringt das jetzt, wenn ich da dagegen haue, kriege ich dann eine neue? Ah ja, dann kriege ich eine neue. Okay. Das heißt also, wir müssen hier einen Schlag machen. So dürfte reichen, oder? Oder auch nicht. Okay, ein bisschen Stärke muss wohl sein. Nächste bitte. Ah, die Richtung war schon mal gut. Oh, warte mal, wir haben keinen Hammer mehr. Hammer! Reicht immer noch nicht, verdammt. Ich glaube, wir versuchen jetzt einfach mal einmal Vollsprit. Nächste bitte. Guck mal, aber dass ich mal gerade hier stehe. So. Ne? Einmal quer über die Map geschlagen, aber Hauptsache nicht angekommen. Ach komm, so müsste es doch jetzt gerade sein, oder? So. Ach verdammt! Das gerade Schlagen ist gar nicht so einfach, Leute. Das gerade Schlagen ist gar nicht so einfach. Jetzt gucken wir mal. Also so könnte ich das theoretisch machen. Dann habe ich auf jeden Fall eine gerade Richtung drin. Wenn ich halt auch direkt von Anfang an... Ach, verdammt, das war... Aber ich denke, dass wir so tatsächlich besser zielen können. Weil wir da einen kleineren Unterschied haben dann drin. Zack. Erstmal noch kurz hier. Ja, okay, so ist es halt echt easier. Oh! Fast. Okay, wir waren halt nicht ganz gerade. Oh Gott, wir werden so lange hier brauchen. Das ist einfach so ein Fitzelgeschäft hier. Oh Mann. Ah, oh, das wird wieder nichts, oder? Oh, come on! Okay, Vollgas ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Jetzt nochmal hier hin. Anvisieren, zack. Eine Schelle. Zwei Schellen. Oh, das sieht gut aus. Drei Schellen. Vier Schellen, das sieht gut aus. Komm, das muss reichen.
mich verarschen. Muss ich da wirklich mit Vollgas durch? Habe ich noch irgendwas Fettes? Ja, ich habe das hier noch. Ich muss da halt wirklich mit Vollgas wahrscheinlich durch. Kommt, das sieht aber gut aus. Oh, ein Schlag zu viel. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das sieht gut. Oh nein, nicht ganz richtig. Aber fünf Schläge sind gut, Leute. Fünf Schläge merken wir uns. Fünf Schläge und dann muss die Ausrichtung stimmen. Gott, ich brauche fünf Minuten in der Folge schon mal für den Scheiß. Fünf Schläge, dann stimmt das hier. So. Eins. Zwei. Die Ausrichtung stimmt. Drei. Vier. Fünf. Jo, easy. Easy. Ah. Okay, wir haben jetzt hier nochmal so eine Aufgabe. Alles klar. So, dem geben wir jetzt hier auch mal die hammerharten Shell mit. Das reicht schon. Weil man nämlich nicht mehr schlagen kann, als dass der Pfeil rot ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bin ich mir aber tatsächlich gerade nicht so sicher. Und damit haben wir es auch tatsächlich geschafft hier. Nice! Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber okay. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, Leute. Man gönnt sich ja sonst nicht. Wir haben doch ein bisschen Zeit im Leben. Wir haben doch ein bisschen Zeit im Leben. Aber wir sind schon wieder bei 4. Das ist interessant und kriegen auch noch volle Herzen damit. Cool, dann können wir theoretisch uns schon wieder das nächste Herzchen gönnen, liebe Leute. Gönnen, die Gönnung. So. Ziel wechseln. Wenn du mehrere Gegner oder Ziele gegenüberstehst, drücke ZL, um das Ziel zu wechseln. Nice. Also wieder ein weiterer Schrein, den wir für uns erobert haben. Ich glaube, Manorus, oder wie er hieß, ist jetzt tatsächlich weg. Wir können aber unser Pferdchen mal schnell herrufen. Und sollen wir dann einfach weiterreiten? Ich meine, wie weit sind wir da weg? Wir sind tatsächlich nicht so arg weit weg. Ich würde aber gerne hier runter, dass wir halt... Oh, warte mal. Ne, ich glaube, das ging nicht, gell? Das ging, glaube ich, nicht. Ja, komm, wir nehmen jetzt den Schrein hier noch ein. Und den da drüben. Und dann passt es, Leute. Dann passt es schon. Ich meine, dann haben wir halt jetzt hier ein bisschen Lauffolgen. Aber das heißt, dafür können wir dann später uns einfach direkt porten. Oh, guck mal, da liegen Pilze rum. Dann können wir uns nachher direkt porten und haben auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen mehr Sicht über die Map. Ich meine, man kann hier auch einiges über die Dinge erzählen, tatsächlich, über die einzelnen Gebiete, weil, Pferd abholen, weil tatsächlich das Gebiet, wo wir jetzt als nächstes hinkommen, ist nämlich, also das, wo wir als nächstes hin wollen, ist das Gebiet der, wie hießen sie hier nochmal, der Gerudos. Das ist nämlich unten links, also hier jetzt unten links gesehen, hier unten, das ist der grüne Punkt hier, das Ding der Gerudos, und wir gehen jetzt hier hoch, da sind ungefähr die Goron beheimatet, möchte ich mal so sagen. Und neben den Goronen sind dann noch die Shoshone, natürlich nicht die Shoshone, aber hier die, ich glaube, da ist gar kein einzelnes Volk irgendwie beheimatet. Reiten wir hier richtig? Ja, wir reiten hier richtig. Wir werden jetzt hier Richtung Berg müssen. Ja, den Hang hier hoch, den wir vorhin runtergeflogen sind. Also hier nach rechts. Nee, aber dann kommen wir ja schon langsam wieder an die Grenze zum Gebiet der Zoras. Das ist dann das Gebiet hier unten, da wo wir hier Varuta sehen. Wir haben da tatsächlich schon einen Port eingenommen. Ich weiß aber nicht mehr, ob der Port besser gelegen war oder schlechter gelegen war als unser... Ach, hier sind überall diese komischen Viecher. Oh. Gut, dass ich da gar nicht... Oh, Leute, das sind schon die Roten. Okay, das ist tatsächlich nicht schlecht.
Die haben ja je nach Stärke kriegen die ja immer eine andere Färbung. Also wir haben hier jetzt schon meiner Meinung nach einigermaßen gute. Aber klar, es gibt natürlich noch Stärke. Oh nein, die sind so nervig. Aber warte mal. Oh nein, das ist das. Okay, das ist das anstrengende Gebiet, wo wir entweder viel. Jo, alles klar. Wo wir entweder viel klettern könnten. Aber unser Pferd kommt hier halt auf jeden Fall nicht mit. Wenn ich es richtig weiß. Weil es halt so bergiges Gebiet ist. Aber dafür ist das Gebiet auch relativ klein. Wir werden das jetzt hier abkürzen, indem wir hier einfach so mehr oder weniger diagonal einfach drüber gehen, bis wir halt dann in Richtung Turm kommen. Aber ich finde es trotzdem relativ cool, weil... Oh mein Gott, guckt euch die Aussicht an einfach. Guckt euch die Aussicht an. Das ist der Dream. Leute, das ist der Dream. Hier können wir tatsächlich laufen, gell? So, es ist trotzdem nicht so arg weit, deswegen können wir uns das mal gönnen, so zwischendrin. Da unten wäre halt noch ein Schrein gewesen. Ach, das ist der Sumpf. Den könnten wir... Oh, könnten wir auch irgendwie mal mitnehmen. Da oben seht ihr auch die Gegner, die hier in der Richtung sind. Oh Gott, das war... Moment. Das sind nämlich hier in die Richtung eher so Feuerviecher. Was ich eigentlich ganz cool finde. Weil bei den Goronen ist ja alles ein bisschen feurig und wärmer. Habe ich gerade Damage gekriegt? War ich zu weit oben? Nee, eigentlich nicht. Ach, da hinten sehen wir auch schon das Türmchen. Aber hier ist auch ein Schrein in der Nähe. Warte mal. Hier nach oben ist ein Schrein. Ich hätte mal gesagt, den können wir gleich noch mit einpacken, oder? Der dürfte hier eigentlich über die Hügelkuppe drüber sein. Eigentlich könnte ich versuchen hier... Ah, nee, warte mal. Bringen das... Nee, die bringen das nicht, gell? Also Fledermausflügel bringen nicht Schutz vor Feuer, wenn ich es richtig weiß. Bin mir aber gerade nicht sicher. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Wir gehen mal noch schnell hier hoch. Weil wir... Ach, das sind die Käfer. Das sind die Dingkäfer hier. Ach, genau, das meinte ich tatsächlich. Weil wenn ihr nämlich hier unterwegs seid, ist es so, dass es hier verdammt warm ist. Und ihr ziemlich schnell Damage fresst. Das ist tatsächlich nicht so optimal. Oh Gott, schnell rein. Das ist tatsächlich nicht so optimal. Und noch eine zusätzliche Sache ist, wenn ihr Holzrüstung oder sowas anhabt oder halt ein Holzschild oder sonst was oder ein Holzbogen, so wie ich jetzt zum Beispiel auf dem Rücken habe, dann fackelt er ab. Und das ist ziemlich unpraktisch, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich glaube, wir TP'en uns tatsächlich zurück. Obwohl, wir sind so nah am Schrein eigentlich schon dran. Balanceakt. Okay, was müssen wir denn balancieren? Da oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Ach, wir brauchen Gewichte. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, dass wir das über Gewichte machen müssen? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Die können wir nicht wegmachen. Hä, wo müssen wir denn hier anfangen? Müssen wir jetzt echt das Ding da oben kaputt machen zuerst? Okay, Leute, dann machen wir das erstmal anders. Können wir das hier hochwerfen? Oh. Natürlich gut. Werfen ist R. Ach komm. Drücke mal die... Ah nee, warte mal, das stimmt doch. Oh. Aber es hat funktioniert, Leute. Wir sind erstmal in unser Kistchen gekommen. Ich traue dem Ding da oben, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Kleiner Schlüssel. Theoretisch sollte ich aber doch, wenn ich jetzt... Nee, ich nehme die viereckige. Wenn ich die jetzt hier hinlege... Okay, das ist nicht schwer genug. Immer noch nicht. Kann ich hier runterheben? Kann ich auch nicht.
Okay, wir haben ja aber auf jeden Fall Metallboxen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil die können wir dann nämlich hier oben drauf stellen. Sehe ich das richtig? Aber das müssen wir den Eingang aufmachen. Komm mit. Metallbox. So, das müssen wir den Eingang aufmachen. Das heißt also, wir nehmen das Ding hier, stellen das hier oben drauf. Opa, das war erfolgreich. Weil wenn wir das nämlich hier oben drauf stellen, sollte es doch eigentlich das hier hochfahren und dann können wir... Wir haben unser Bombenmodul nicht ausgerüstet. So das kaputt machen. Ah, und wenn wir das jetzt wieder... Nee, das geht nicht, oder? Geht das? Nee, das wollen wir nicht. Wir das hier. Ach nein, jetzt haben wir die hier im Inventar. Ablegen. Oh Gott. Das hier will ich. Oh. Ups. Okay, wenn wir die Kiste hier hinstellen. Können wir dann... Ah, wir kommen hier nicht hoch. Ablegen. Na? Ablegen. Hoch. Hoch. Ist über mir irgendwas, was mich zerquetschen könnte? Theoretisch ja. Wenn ich jetzt das hier nehme. Oh. Und mich damit erschlag. Ist es tatsächlich keine gute Idee, habe ich gemerkt. Ach, come on. Das ist jetzt wieder so ein Probierding. Ja, das schaffen wir aber trotzdem, Leute. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Haben wir jetzt schon den Ding da? Wir haben den Schlüssel, Gott sei Dank. Das heißt also, wir können hier direkt durch... Ah nein, wir müssen erstmal hier die Bombe hochkriegen. Das heißt also, wir nehmen wieder... Nehmen wieder das hier. Wir werfen das hier da. Ach, das ist mir jetzt egal. Machen wir anders. Theoretisch haben wir ja jetzt den Schlüssel. Das heißt also, das ist erstmal irrelevant für uns. Sehe ich das richtig? Gut. Nein, die stecken wir weg. Wir wollen jetzt das Magnetteil. Dann holen wir erstmal alle drei raus. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir erstmal... Alter, das könnte einen umbringen, hey. Ja, 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 langsam, langsam, langsam. Ich will die komische Holzkiste hier runterschwingen. So, perfekt. Oh. Gut, das ist also erstmal das Ding, was wir hier brauchen. Das kommt erstmal hier hin. Dann können wir hier die Bombe ablegen. Ablegen. Dann können wir hier wieder wechseln. Das kommt nämlich hier hin. Dann kommt das hier runter. Dann können wir wieder auf das Bombending wechseln, das explodieren lassen. Gehen wir wieder aufs Magnetmodul. Ach, das da drüben ist eigentlich nur so ein Just-for-the-Lulz-Ding, sehe ich das richtig? Wir können das viel einfacher machen, einfach hier hochspazieren, aber... Wir bräuchten hier eins und dort zwei, dass wir hier nicht zerquetscht werden. Aber ich möchte das ja eigentlich sehr, sehr gerne machen. Einfach weil ich das wissen will, was in der Kiste drin ist. Ja, wir nehmen dich einfach gleich mit. Müssen einfach nur aufpassen, dass wir diesmal nicht erschlagen werden von der Kiste. So, zack. Hopp. Hopp. Wir gehen auf die Seite direkt. Packen. Das gleicht sich dann wieder aus. Aber so sind wir jetzt hier drüben. Und wenn ich das jetzt einfach runterstellen, dürfte ich doch wieder hochfahren.
Oh. Aber wenn möglich nicht zu hoch fahren, weil sonst sind wir platt. Gut, aber damit haben wir die Kiste hier. Easy going. Ritter 2. Oh wow, und dafür bin ich hier hochgekommen. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen und habe meine Zeit verschwendet. Das war's nicht wirklich worth. Na, 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 na. Ah, wir brauchen noch schnell den zweiten. Na, dann komm mal mit. Komm, oh, aufpassen wieder. Wir haben nur 3 Herzen, das Ding könnte uns trotzdem problemlos, glaube ich, zerschlagen. Hier. Komm mit. Kann ich das jetzt hier hochdrücken? So, entschuldigt kurz die Unterbrechung. Theoretisch ist ja die Kiste größer als wir selbst. Das heißt also, wenn wir das hier jetzt... Gott, nein, na, komm. Wenn wir das hier jetzt da hätten oben drauf gestapelt, hätten wir das hier oben drauf gestapelt gekriegt. Jetzt mich verarschen. Ich stehe jetzt zu weit weg. Fucking Ernst, hey. Oh Gott. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch alles planmäßig aus, liebe Leute. Ist sehr schön. Okay, damit haben wir noch ein weiteres Abzeichen gemacht. Wir sind jetzt zwar immer noch nicht am Tower. Oh Gott, die wichtige Frage ist, jetzt kommen wir hier noch raus, ohne zu sterben. Ich meine, wir müssen jetzt wahrscheinlich direkt was essen. Ah, oh, wir haben auch noch nicht die Rüstung, die gegen die Hitze ankommt, gell? Mm. Mm-mm-mm. Das ist natürlich nicht optimal. Aber ich denke tatsächlich, dass wir eigentlich... Oh, kommen wir überhaupt durch die an der Lava vorbei? Also das ist tatsächlich noch die nächste interessante Frage, die sich mir gerade stellt, ob wir überhaupt an der Lava vorbeikommen. Aber wir werden es auf jeden Fall noch sehen. Okay, wir brutzeln jetzt schon mal. Oh. Schnell mal ausmachen. Okay, wir nehmen erstmal ein anderes Schild hier raus. Ah ne, warte mal, wir haben eh das Schild drin. Aber einen anderen Bogen brauchen wir noch. Dem ist verdammt heiß, das sehe ich dem Dude schon an. Das ist tatsächlich problematisch. Wir haben auch nichts, was... Oder haben wir... Ne, wir haben Schleichwürmchen. Wir haben noch nicht die richtigen... Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Map gucken. Wohin müssen wir? Wir müssen auf jeden Fall darüber wieder. Oder wo sind wir hergekommen? Dahin müssen wir. Hopp. Oh nein. Ja. Liebe Kinder, das passiert, wenn ihr nicht aufpasst, wo ihr hintretet. Kommen wir da überhaupt rüber? Wir kommen da nicht mal mehr rüber, oder wie? Okay, dann tippen wir uns einfach, Leute. Und dann laufe ich nochmal hier das Stück her. So, offscreen und sowas. Ah, Moment. Ach, was? Tippen oder sowas? Hä, hey, wo sind wir denn hier? So, und jetzt essen wir was. Und zwar genug, dass wir das überleben hier. Und zwar alles Mögliche, dass wir hier überleben. Dann können wir hier wieder rüberfliegen. Und hier sollte es langsam mal wieder entspannter werden von der Temperatur her. Oh oh. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch genug. Ja, easy goal. Und hier sollten wir jetzt eigentlich draußen sein, Leute. Ja gut, damit haben wir das geschafft. Da sind wir immer noch nicht draußen aus dem Temperaturding. Doch, jetzt sind wir draußen. Alter Schalter, hey. Wow.
Es war auf jeden Fall ein hitziger Ausflug, möchte ich mal so sagen. Aber wir sind jetzt hier beim Turm angekommen. Ich möchte mich hier jetzt mal mit dieser Aussicht hier recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne über den Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Haut rein. Türelü.